Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsmagazin und genau zur zweiten Ausgabe habe ich was ganz Besonderes für euch. Drei Oh-Momente. Einmal Faultiere, dann Neues von Aida Nova und Kängurus. Viel Spaß! Wenn ihr mit unseren Schiffen mal in Costa Rica seid, dann macht unbedingt den Ausflug zur Faultier-Auffangstation. Erstens, eine wunderbare Institution, die nicht nur hilft, sondern euch auch noch ganz viel erzählt über die Tiere. Aber zweitens, es macht einfach unglaublich Spaß und die sind so süß. Guck mal! Hoch oben in den Baumwipfeln leben die Tiere, die sich scheinbar nur in Zeitlupe bewegen. Faultiere. Die Säugetiere leben in den Regenwäldern Mittel- und Südamerikas und verbringen fast ihr ganzes Leben auf den Bäumen. Sollte sich ein Faultier verletzen oder ein Baby von seiner Mutter getrennt werden, landet es in Costa Rica wahrscheinlich bei Judy Avey Arrow. Sie leitet die weltweit erste Faultier-Auffangstation, 30 Minuten entfernt vom Hafen von Puerto Limón. The Sanctuary rescues, rehabilitates, reintroduces and educates about sloth. That's what we live for, is to be able to heal these animals that come into us injured or sick and get them back out where they belong. Angefangen hat alles vor 26 Jahren. Judy hatte mit ihrem Mann ein kleines Hotel erbaut und ein Nachbarsmädchen brachte ihr ein Babyfaultier, welches seine Mutter verloren hatte. Their mother said, no, no, put it back in the woods, she'll be okay. Well, the little girl's being very smart, as little girls are, knew that she needed help. So they brought her to us, and that started our journey to learning about these amazing animals. Well, our goal is to get every sloth back out into the wild, where they belong, where they've been for millions of years. They only come down for two reasons. One is to go to the bathroom, and they do that once a week. They will come to the base of their tree, fertilize their tree, provide food for the sloth moth, a little moth that lives on the sloth, flies back up and finds a sloth. They're the major recyclers of the nutrients of the rainforest. It's just a little ecological system in one. It's amazing. Hingebungsvoll kümmert sich Judy um die Neuankömmlinge in der Baby-Auffangstation. Was mit den Eltern der Kleinen passiert ist, weiß die gebürtige Amerikanerin nicht. Damit sie aber weiterhin verwaiste und verletzte Faultiere aufpäppeln kann, ist Judy auf Spenden angewiesen. These, for years, the Ida ships have been donating their towels to the Sloth Sanctuary. As if you look around, you'll see some were yellow and white, orange and white, and all different shades in between orange towels. It's such a help. As you can see, every incubator, every enclosure, stacks of towels here. We go through a lot of towels. And this is one amazing way that they help us. Ein Leben ohne Faultiere kann sich Judy Avey Arroy gar nicht mehr vorstellen. Die Liebe zu den süßen Baumbewohnern geht bei der gebürtigen Amerikanerin sogar unter die Haut. Slow is beautiful. Sloths don't have the muscular to run to escape from danger. They take everything slow. The Zen masters. Ganz viele von euch haben ja gefragt, ob sie noch mehr sehen können von Aida Nova. Und na klar könnt ihr das. Guck mal hier. Und jetzt bin ich auf Aida Nova nur ein paar Meter und ein Stockwerk gegangen und zack bin ich auf einem anderen Kontinent. In Asien. Hier ist die Tokyo Bar. Da drüben ist das Sushi-Haus. Was wirklich fantastisch aussieht. Ein großartiger Raum. Also eigentlich beide, aber das hier finde ich wirklich ganz, ganz, ganz toll. Richtig gemütlich, richtig kuschelig und richtig Asien. Und jetzt, liebe Freunde des frisch gebrauten Biers, da wird es vorbereitet. Es ist fast fertig. Und wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann könnt ihr euer erstes Gläschen frisches Bier zapfen. Und wenn ich das erste Mal mit meiner Familie an Bord bin, dann gehen wir am ersten Abend ins Casa Nova. So herrlich eingedeckt, wunderbare Karte und lecker. Und jetzt ganz speziell für euch mein persönliches Highlight auf dem Schiff, außer dem Theatrium natürlich, das Time Machine Restaurant. Ein Erlebnisrestaurant der ganz besonderen Art. Ihr geht hier rein,
Ihr denkt, ihr seid in einem U-Boot und geht auf eine geheimnisvolle Reise in die Tiefen des Meeres. Und während dieser Reise gibt es ein Drei-Gänge-Menü. Und ihr werdet, ich will euch nicht zu viel verraten, aber hier rundum kann man erahnen, da sind überall Screens und es fühlt sich an, als ob ihr im Urlaub eine weitere geheimnisvolle Reise macht. Es ist ein großartiges Erlebnis, versprochen. Und keiner sollte auf AIDA Nova gehen und hier nicht gewesen sein. Wer auf Weltreise ist, so wie unsere Gäste auf AIDA Aura gerade, kommt natürlich auch in Australien vorbei. Und wer in Australien vorbeikommt, denkt auf jeden Fall an Kängurus. Und da haben die Kollegen an Bord einen wunderbaren Beitrag gemacht. Mein dritter Ohr-Moment. Wie er da schläft. Das ist ganz süß. Katzenmäßig, etwas struppeliger. Oh, super! Ein wunderbarer Park. Ja. Und wunderbare Tiere und gute Errungenschaften für unsere vier Enkel. Passend aus Australien. Wir sind hier im Serendip Naturpark und wir machen uns heute auf die Suche nach Kängurus und Koalas. Viel Spaß! Und die meisten Weibchen sind jetzt momentan auch schwanger. Ja, erstmal haben wir den Embryo, das sind 38 Tage und dann krabbelt der, also das ist noch ein ganz kleines, winziges Ding, noch blind und alles, krabbelt dann in diesen Beutel ohne das Zutun der Mama. Und da findet dann die weitere Entwicklung statt. Wunderbar, ganz toll, also sehr schön. Kängurus in freier Natur, perfekt. Ja, genau das, was wir wollten. Er ist 3 Jahre alt und er ist in sehr kurzer Zeit sehr groß gewachsen. Deswegen nimmt man an, dass das ein dominantes Männchen ist. Das ist nicht mehr Wasser, ne? Guck mal, das Gewicht. Ihr willst sie mitnehmen, ne? Ja. Adoptieren. Kuschelbär. Das Kuschelbär. Jetzt guck er jetzt. Toll, einfach toll. Hätte ich nicht gedacht, dass wir wirklich Koalas sehen, aber so haben wir ja 2 gesehen. Und wenn ihr das alles selbst erleben wollt, Weltreisen, fantastische Tiere, großartige Ausflüge und das leckerste Essen, dann geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de, da erfahrt ihr alles. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Teneriffa. Als nächstes besuchen wir Fuerteventura und Lanzarote. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, ihr wartet drauf, die schönsten Bilder von unseren Schiffen und mit wunderbarer Musik von unseren Bühnen. Viel Spaß!
times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is spinning you down. I'm around forever. You're my dark form. You're my muse. Worst distractions, my rhythm and blues. I can't stop singing. It's ringing in my head. Thank you.